Angeblich waren alle Fenster verriegelt. Das heißt, er wollte ganz sicher sein, dass niemand seinen Selbstmord verhindern wird. Wenn es denn Selbstmord war. Du bezweifelst das? Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie seltsam. Meine, bei Schlaftabletten, aufgeschnittenen Pulsadern, Strick, da schließt man sich ein, um nicht zu früh gefunden zu werden. Aber bei einem Kopfschuss... War recht oder schon, der Chef? Das Zuspähen hätte sich sparen können. Der Schuss war sofort tödlich. Zwischen 8 und 9 Uhr, also vor gut 3 Stunden. Allerdings... Eines ist sehr merkwürdig. Ja? Was, Doc? Der Schuss war nicht direkt an der Schläfe aufgesetzt, was eigentlich normal wäre. Aber dafür gibt es an der Peripherie des Einschussloches keinerlei Anzeichen. Also nur ein relativer Nahschuss. Sie meinen, Fremdverschulden wäre möglich? Würde ich jetzt nicht ausschließen. Das Einzige, was ich mit Sicherheit ausschließen kann, ist, dass ich noch rechtzeitig zu meinem Weißwurstfrühstück komme. Wenn es wirklich Mord war... Wie ist der Täter dann trotz von innen verriegelter Tür und Fenster hier herausgekommen? Wir waren alle da draußen im Wald zum Paintball. Last Man Standing. Paintball im Wald. Was ist Last Man Standing? Eine Spielvariante. Jeder gegen jeden. Und der als letztes ungetroffen übrig bleibt, gewinnt. Sie haben sich aber alle offenbar gegenseitig abgeschossen. Außer Stefan. Der hat sich ja selbst... Wieso haben Sie die Tür aus den Angeln gerissen, Herr Kaminski? Wieso ist denn hier auf einmal alles dicht? Wer ist da drin, wetten? Stefan, komm, mach mal auf! Was ist denn jetzt mit dem los? Ja, die Tür von innen verriegelt. Die Fensterläden sind auch dicht. Pass mal auf. Dann zeigen wir jetzt mal, was lang geht. Scheiße. Das glaube ich jetzt nicht. Die Tür war von innen verriegelt. Stefan musste da drin sein. Oder jemand anders. Er sollte da sonst gewesen sein. Das hätte zu Stefan gepasst, sich im Haus zu verstecken und den letzten Überlebenden dann abzuknallen. Ah ja? Aber musste er nicht zusammen mit all den anderen bei Spielbeginn die Hütte verlassen? Wir haben mit Hölzchen ausgelost, in welcher Reihenfolge wir starten. Und er war als letzter dran. Wäre also gut möglich, dass er einfach drin geblieben ist. Herr Lenz, ist Ihnen im Wald irgendetwas aufgefallen? Nee. Seit wann sind Sie eigentlich alle schon hier? Seit gestern Nachmittag. Wir wollten hier Stefans Junggesellenabschied feiern. Ein bisschen was trinken, Gaudi machen, Paintball. Treffen Sie sich regelmäßig? So 2-3 Mal im Jahr. Wir kennen uns schon ewig. Sind zusammen aufs Internat gegangen. Gestern wollten Sie ein bisschen feiern, ein bisschen trinken. Für meine Verhältnisse ein bisschen zu viel. Zumindest was das Trinken angeht. Wir haben ganz schön gescheppert. Gab Streit, Dr. Müller? Ich meine, sowas kommt ja mal vor beim Scheppern. Nee, war alles ganz easy. Wir haben uns natürlich über Stefan ein bisschen lustig gemacht, aber... Dafür ist ein Junggesellenabschied ja nun mal da. War gestern außer Ihnen noch jemand hier? Sie meinen die berühmte Striptease-Tänzerin? Nee, nur wir 5, 3 Kästen Weißbier und was zum Trümmern. Trümmern? Hochprozentiges halt. Mhm. Das war wohl ein Abschied für immer. Hatte er Probleme? Probleme? Also mit Geld auf jeden Fall nicht. Seine Verlobte hat ja Millionen geerbt. Andrea Gebauer, hab ich bestimmt schon mal gehört. Nee. Muss man die kennen? Großmetzgerei Gebauer, die haben Filialen in ganz München. Und die Andrea steht auch ständig in der Zeitung, wenn da über Promi-Partys berichtet wird. Diese Rubrik lese ich eher selten. Naja, ist ja auch egal. Also, Stefan war jedenfalls gut drauf. Nicht wie jemand, der sich umbringt.
Hat er vielleicht gesundheitliche Probleme oder sowas? Nee, das hätte er uns erzählt. Wir waren die besten Freunde. Wir waren die Fantastischen Fünf. Die Fantastischen Fünf? Na, so haben wir uns immer genannt. Mhm. Herr Arnold, wer war denn Stefans allerbester Freund? Markus, ganz klar. Markus Kaminski. Die Hochzeit sollte in Berchtesgaden stattfinden, da wo die Andi herkommt. Mit Wedding Planner und so weiter. Wedding Planner? Ja, eine Hochzeit nach Maß. Designed. Traditionelle Brautentführung. Natürlich mit Stil. Hubschrauber-Rundumflug, etc., etc. Sie waren davon nicht so begeistert? Sie kennen die Andi nicht. Die wollte das so. Wenn sie mal nicht im Rampenlicht steht, kann die eigentlich auch ganz normal sein, im Patent. Vor dem Junggesellenabschied. Wann haben Sie Herrn Metzler da zum letzten Mal gesehen oder gesprochen? Das war vor 2 Tagen. Er hat mir die Ringe gegeben. Er hatte Angst, dass er sie verliert. Und da war er ganz normal. So wie auch gestern und heute Morgen. Was denken Sie denn? Das war ihm alles eine Nummer zu groß. Die Paparazzi, der ganze Medienrummel. Er war nicht so cool wie sonst. Er war mit seinem Nerven am Ende. Glauben Sie, er hat sich deshalb umgebracht? Haben Sie gewusst, dass Ihr Freund eine Waffe hatte? Die gehörte dem Vater von Andi. Wie die Jagdhütte auch. Die Pistole und seine Jagdgewehre waren in der Kiste und am Fenster. Das wussten wir alle. Servus. Grüß dich. Oh, machst mir auch ein. Bitte. Danke. Ich war gerade in der Gerichtsmedizin. Das Opfer hat keine Schmauchspuren an der Hand. Es war Mord. Allerdings gibt es keine Fingerabdrücke auf der Waffe, bis auf die von Stefan Metzl. Aha, also erschossen aus nächster Nähe. Und wahrscheinlich von jemandem, den er kannte und dem er vertraute. Und der hat ihm anschließend die Waffe in die Hand gedrückt. Ja, einer der Fantastischen Fünf. Hm? So haben die Jungs sich selbst genannt. Ach ja? Hm. An deren Händen wurden auch keine Schmauchspuren gefunden. Aber die haben ja auch Handschuhe getragen. Was gibt's bei dir bisher? Ja, nur, dass Stefan Metzler mit seiner Unternehmensberatung vor einem halben Jahr pleite gegangen ist. Und seitdem hat er keinerlei Einkommen. Ich muss gleich nochmal zum Tatort. Die Kriminaltechnik ist da und überprüft die Verschlüsse von Fenster und Tür. Was ist eigentlich mit der Wohnung von Metzler? Die steht leer. Er ist erst vor ein paar Tagen zu seiner Verlobten gezogen. Katharina ist schon bei ihr. Gut. Bitte. Das ist Nora Trinkhaus, eine gute Freundin von mir. Grüß Gott. Hallo. Nora ist die Lebensgefährtin von Markus, Stefans Trauzeuge. Markus hat erzählt, Stefan soll sich erschossen haben. Das ist ganz möglich. Wir gehen inzwischen davon aus, dass er ermordet wurde. Mit der Pistole ihres Vaters. Der Selbstmord wurde nur vorgetäuscht. Aber warum denn? Und von wem? Das wissen wir noch nicht. Frau Gebauer, hatte ihr Verlobter Feinde? Wurde er bedroht? Stefan, nein. Er war überall beliebt, er hatte keine Feinde. Was ist mit seinen Freunden? Seine Freunde? Wieso denn jetzt seine Freunde? Nein, die kennen sich alle schon eine Ewigkeit, nie im Leben. Vielleicht ein Einbrecher? Das können wir ausschließen. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 8 und 9 Uhr? Im Bett. Ich bin heute erst um 9:30 aufgestanden. Ich war gestern Abend lange aus auf einer Charity-Party. Haben Sie dafür Zeugen? Nein. Wieso fragen Sie mich denn sowas? Routine, ich muss Sie das fragen. Es tut mir leid. Und Sie, Frau Trinkaus? Ich war zu Hause mit Martin. Wer ist Martin? Unser Sohn, er ist 10 Monate alt. Ach so, Ihr Mann war auf dem Junggesellenabschied. Ja, ich muss jetzt auch leider los wegen Martin Andi. Es tut mir echt leid, aber ich muss ihn von meiner Mutter abholen. Ist schon gut noch. Ich danke dir. Ich bin immer für dich da, okay? Also, an den Fenstern gibt's nichts zu rütteln, oder? Das siehst du doch. An die Fensterriegel kommt man von außen nicht ran. Die sind also tatsächlich von innen zugemacht worden. Aber mit der Tür, das ist was anderes. Manipuliert? Wenn es nicht einen Haken bei dem Ganzen gäbe, wäre ich wohl kaum hier. Ein simples Fallregelschloss und ein simpler Trick, den sie schon in den viktorianischen Krimischinken verwurstet haben. Der Riegel wurde zwar von innen vorgelegt, aber nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Ah ja. Und wie soll das gehen? Also, der Riegel kann nur von innen vorgelegt werden. So lässt du ihn herunter und dann steckst du den Fallriegelstift in den Verschlussring.
Das kapiere ich. Jetzt kann die Tür von außen nicht mehr geöffnet werden. Ja, das kapiere ich auch noch. Und wo ist jetzt der Trick? Rund um den Verschlussring war das Holz noch leicht feucht. Wasser und Alkohol. Der Täter hat einen Eiswürfel aus einem der gerade ausgetrunkenen Longdrinkgläser genommen, den in den Verschlussring gepresst, ist raus, hat den Riegel dabei mit einem Draht einer Kreditkarte oder sonst was hochgehalten, vorsichtig die Tür hinter sich zugezogen, den Draht oder was auch immer rausgezogen und dann die Tür von außen mit der Klinke geschlossen. Jetzt musst du nur noch das Eis schmelzen. Und dann ist der Fallriegel nach kurzer Zeit praktisch von selbst in den Verschlussring rein. Das ist einfach, aber effektiv, erstaunlich. Aus Büchern lernt man eben fürs Leben. Wissen Sie, mit wem Ihr Verlobter zusammen war, bevor Sie sich kennengelernt haben? Natürlich. Er war 2 Jahre lang mit einer Frau zusammen, die ihn dann wegen einem anderen sitzen gelassen hat. Und mit dem ist sie nach Australien ausgewandert. Dann hatte er ein paar Affären, was Kurzes halt. Aber Details wollte ich keine wissen. Die Vergangenheit hat mich nicht interessiert. Warum wollten Sie das nicht wissen? Es war mir nicht wichtig. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das hat meine Oma schon immer gesagt. Und bei Ihnen? Gibt es da vielleicht jemand, der eifersüchtig gewesen sein könnte? Bevor ich Stefan kennenlernte, war ich mit einem bekannten Münchner Hairstylisten zusammen, der mich dann mit einer bekannten Münchner Schmuckdesignerin betrogen hat. Der Täter verriegelt also die Fenster, legt die Waffe neben die Leiche und manipuliert den Riegel mit dem Eiswürfel. Ganz schön clever, oder? Andererseits, einem intelligenten Täter müsste doch klar gewesen sein, dass er mit einem so billigen Trick, den man überall nachlesen kann, nicht durchkommt. Manne, wir brauchen das Motiv. Der Mann war überall beliebt. Weder geschäftlich noch privat hatte er Feinde. Alles eitel Sonnenschein. Aber wo viel Sonne ist, da ist auch viel Schatten. Fragen wir doch noch mal seine Kumpels. Alles der Reihe nach. Okay. 7:30 klingelt mein Handywecker. Dann sind wir alle zusammen aufgestanden und haben uns in unsere Kommandklamotten geworfen. 7:30 schon. Ist aber nicht schlecht. Ich meine, Sie haben am Vorabend einiges getrunken und bis in die Puppen gefeiert. Naja, ich sag mal, die Internatszeit hat uns schon ziemlich konditioniert, ja. Also wir sind zwar keine Komasäufer, aber wir hauen schon einiges weg. Zum Frühstück gab's dann auch bloß Flüssigbrot. Lauf mal ständig! So bitte! So bitte! So zack! So zack! Ja, und dann sind wir auch schon los, so kurz nach 8. Alle zusammen? Nee, nacheinander. Wir haben Hölzchen gezogen. Ich bin als erstes raus, dann Frank, Lutz und Markus. Stefan hatte das kürzeste Hölzchen, also war er der Letzte, der losgehen sollte. Wer hat denn die Hölzchen gehalten? Das war Markus. Der hat die auch ausgesucht. Und in welchen Abständen sind Sie losgelaufen? 5 Mikes hatte jeder Vorsprung. Mikes? Mikes. Mikes? US-Militärjargon für Minuten. Danke. Weiter? Ich bin dann circa eine halbe Stunde durch den Wald gerannt, bis ich einen guten Hinterhalt gefunden hatte. Und da lag ich dann bestimmt noch mal eine Viertelstunde oder so, bis dann endlich mal einer aufgetaucht ist. Alter, du darfst nicht mehr schießen. Ja, sorry, Mann, war ein Reflex. Wir hatten uns gegenseitig gekillt. War mir ganz recht. Ich mag diese blöde Art von Macho-Konkurrenzkampfspielchen sowieso nicht. Warum haben Sie denn überhaupt mitgespielt? Das gehörte eben immer dazu, wenn wir uns getroffen haben. Und alles andere war okay. Was haben Sie und Herr Arnold gemacht, nachdem Sie sich gegenseitig gekillt haben? Wir sind zurück Richtung Blockhaus. Hast du das gehört? Na, kommt sie weiter. Sie nächsten erwischt. Sie scheinen ganz in der Nähe zu sein. Mist, dass wir keine abknallen. Irgendwie hast du einen richtigen Killerinstinkt entwickelt. Richtiger Hitman, was? Und vor diesem einen Paintball-Schuss, da haben Sie gar nichts gehört? Auch keinen echten Schuss? Nein, gar nichts. Nur das Rauschen der Bäume. Das Gezwitscher der Vögel, das Summen der Bienen. Ich hasse die Natur. Wie lange haben Sie von dort bis zum Blockhaus gebraucht? Nicht lange. 20, 25 Minuten. Versuchen Sie sich bitte zu erinnern. Gab es sonst noch was?
Autogeräusche, Stimmen. Stimmen schon. Aber das waren die von Markus und Frank. Die hatten sich in der Wolle. Ich habe nicht verstanden, worum es ging. Als sie Dirk und mich gesehen haben, taten sie so, als wäre nichts gewesen. War mir auch wurscht. Wie lange waren Sie denn im Wald allein, bis Sie Markus Kaminski begegnet sind? Eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen. Und dann sind Sie gemeinsam zurück zum Blockhaus? Ja, wir haben uns gezofft. Wir hatten beide gleichzeitig geschossen und konnten uns nicht einigen, wer zuerst wen getroffen hat. Naja, Streit kommt ja bei den besten Freunden vor. Klar. Wir haben uns manchmal richtig gefetzt, wir fünf. Aber nie konnte uns was auseinanderbringen. Wussten Sie, dass Stefan Metzler insolvent war? Nein. Jetzt verstehe ich, warum er mir mein Geld nicht wie vereinbart zurückzahlen konnte. Wie viel haben Sie ihm denn geliehen? 20.000 Euro. Letztes Jahr. 20.000 Euro? Gibt es da einen Vertrag? Nein, aber Sie werden den Zahlungseingang sicher in seinen Kontoauszügen finden. Mhm. Wussten die anderen davon? Keine Ahnung. Darüber haben wir nicht geredet. Über Kohle haben wir sowieso nie geredet. Aber es kann sein, dass Stefan sich auch von Dirk was geliehen hat. Der schwimmt nun wirklich in Geld. 7.500 Euro. Wir waren schließlich uralte Freunde und ich kann es mir leisten. Aber von einer Pleite hat er mir nichts erzählt. Aus seinem Konto ist von diesen 7.500 nichts zu sehen. Das war ja auch Cash. Also einen Vertrag werden Sie bei ihm auch nicht finden, weil, wie gesagt, wir waren Freunde. Ja, klar. Und damit waren all seine Probleme gelöst. Sie und Frank Müller haben ihm Geld geliehen. Wie der Doc auch? Wie viel, wenn ich fragen darf? Davon haben Sie nichts gewusst? Nee. Da war Frank dann wohl einfach genauso diskret wie ich. Mhm. Und dann hatte Stefan Metzler auch noch das Glück, so eine vermögende Frau wie Andrea Gebauer zu finden. Ja, das kann man wohl sagen. Also sein Typ war sie eigentlich nicht so richtig, aber es kommt ja auf die inneren Werte an. So abfällig redet man gewöhnlich nicht über gute Freunde, oder? Schon gar nicht über Tote. Ich weiß, Herr Kommissar. Aber dass er mir nichts davon gesagt hat, dass er sich auch bei Frank was geliehen hat, das ärgert mich jetzt schon. Ich hatte den Gedanken, dass Stefan die Andi vielleicht auch des Geldes wegen heiraten will. Mir hat er gesagt, dass es ihm diesmal wirklich ernst ist. Aber wenn er so pleite war, wie Sie es sagen... Sie wussten das nicht? Sie waren doch sein bester Freund. Da hat er Ihnen nie was von seinen finanziellen Problemen erzählt. Das wäre ihm peinlich gewesen. Dass Stefan irgendwann mal als Loser dasteht, das kam für ihn nicht in Frage. Vielleicht stimmt es dann doch mit der Andi. Was? Er war kein Mann fürs Heiraten. Er ließ quasi nie was anbrennen. Mhm. Hat er sich denn in letzter Zeit irgendwo die Finger verbrannt? Das hätte er mir nicht gesagt. Die Nora, meine Lebensgefährtin und Andi sind befreundet. Und außerdem wusste er genau, dass ich diese Seite an ihm nie geschätzt habe. Was haben Sie denn an ihm geschätzt? Sein Witz. Er war immer gut drauf. Mit ihm wurde es nie langweilig. Ein sympathisches Arschloch. Aber man konnte ihm nicht böse sein. Er war ein Chaot. Nicht so ein langweiliger Oberstudienrat wie ich. Also, Dr. Frank Müller hat seine geliehenen 20.000 Euro nicht zurückbekommen. Aber als Radiologe mit eigener Praxis kann er das durchaus verschmerzen. Und überhaupt, deshalb bringt man ja niemanden um. Und Arnold nimmt die 7.500 mal eben aus seiner Portokasse. Mhm. Und Markus Kaminski war der Letzte, der Stefan Metzler lebendig gesehen hat. Und er hätte auch Zeit genug gehabt, ihn zu töten. Aber warum? Also für mich haben alle drei kein richtiges Motiv. Bei Lenz sehe ich ehrlich gesagt auch keins. Aber alle hätten genug Zeit gehabt, die Tat zu begehen und anschließend wieder unbemerkt im Wald zu verschwinden. Und solange wir die schon befreundet sind, kann das Ganze auch in der Vergangenheit liegen. Und da gehe ich jetzt hin. Die fantastischen Fünf. Im Kollegium wurden sie eher als die fürchterlichen Fünf bezeichnet. Aber ein halbes Jahr vor dem Abitur waren es auch nur noch vier. Na ja, wie das? Wir mussten Lutz Lenz von der Schule verweisen. Er hatte sich mit einem Mitschüler geschlagen, der dabei stürzte und so unglücklich fiel, dass er sich schwerste Verletzungen zuzog. Seine Freunde waren dabei. Müller, Kaminski, Metzler und... Arnold. Arnold. Und die haben geschworen, dass Lenz der Schuldige war. Ja, aber das klingt so, als hätten sie gewisse Zweifel, dass es Lutz Lenz wirklich gewesen ist. Allerdings, das Opfer konnte sich danach an nichts mehr erinnern.
Wir mussten Lenz und seinen Freunden also glauben. Aber Lutz Lenz war alles andere als ein brutaler Schläger. Wenn einer dazu fähig war, dann Frank Müller. Das hat er in der Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt, wenn auch mit harmloseren Folgen. Also Sie glauben, dass Lenz die Schuld nur auf sich genommen hat. Aber warum hätte er das tun sollen? Müller stammte aus einem sehr vermögenden Elternhaus. Lenz hatte ein hochbegabtes Stipendium. Seine Eltern hätten sich die Kosten allein überhaupt nicht leisten können. Aha. Weiter? Lenz war sehr intelligent, aber er hatte keine Lust zu lernen, das war ganz klar. Müller war ebenso ehrgeizig wie skrupellos, aber nicht halb so begabt wie Lenz. Wie auch immer, ich gehe davon aus, dass Lenz von Müllers Eltern Geld bekommen hat, damit er die Schuld auf sich nimmt. Aha. Aber das würde ja bedeuten, dass die vier anderen falsche Aussagen gemacht haben. Und das alles habe ich Ihnen nie erzählt, Herr Bauer. Ich habe keine Beweise. Gibt es da vielleicht noch etwas, das Sie mir über diese fürchterlichen fünf erzählen könnten? Oh ja. Kennen Sie den Möter? Den Möter? Nein. Möter war Ihre Bezeichnung für eine Mischung aus Mensch und Köter. Und der Möter war Dirk Arnold. Das typische Bullying-Opfer. Bullying? Bullying ist sowas wie Mobbing. Ja, Scheidungskind, leicht depressiv, übergewichtig, unsportlich, stotterte. Und die vier Sonny Boys, die hatten nichts Besseres zu tun, als ihn dauernd zu schikanieren. Besonders der Stefan Metzler. Ja, und Dirk ließ das alles über sich ergehen, weil er unbedingt zur Clique dazugehören wollte. Wie ich höre, hat er es trotz seiner wackeligen Psyche inzwischen zum Millionär gebracht. Ja, das hat er und darauf ist er auch sehr stolz. So wie es aussieht, ist Stefan Metzler nur mit seinem Porsche und zwei Koffern voller Klamotten bei seiner zukünftigen eingezogen. Mehr hatte er nicht. Ich denke, der war insolvent. Dann hätte er doch seinen Porsche verkaufen müssen. Er war nur der Besitzer. Eigentümer ist Dr. Frank Müller. Dann hat der Herr Doktor seinen Kumpel Stefan nicht nur 20.000 Euro geliehen, die er nicht zurückbekommen hat, sondern hat ihm auch noch ein kleines, bescheidenes Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Nur wenn das nicht wahre Freundschaft ist. Oder was anderes. Also dann haben wir vielleicht endlich jemanden mit einem Motiv. Dr. Frank Müller. Wobei das mit der Erpressung so eine Sache ist. Immerhin liegt es schon Jahre zurück und ist heute strafrechtlich nicht mehr relevant. Ja, strafrechtlich nicht, aber gesellschaftlich. Unser Doktor hat einen Ruf zu verlieren. Mhm. Vielleicht waren Stefan Metzler die 20.000 Euro und der geliehene Porsche irgendwann nicht mehr genug. Mhm. Und dann haben wir noch den Prügelknaben der Fantastischen Fünf, Dirk Arnold. Der, wie sagst du noch? Der Möter. Warum hängt er heute immer noch mit denen rum? Ja, weil er ihnen jetzt überlegen ist, zumindest finanziell. Und das zeigt er seinen sogenannten besten Freunden und dem Rest der Welt. Nur mal so ein Gedanke. Lenz hat überhaupt keine Kohle und Arnold ist Millionär. Was wäre, wenn sich Lenz zum zweiten Mal von jemand bezahlen lässt, aber diesmal für eine Tat, die er wirklich begangen hat? Du meinst, weil Stefan Metzler ihn damals von allen am meisten gequält hat? Na ja, aber warum ausgerechnet jetzt? Eben. Der Einzige, der ein Motiv hat, ist der Arzt. Ganz schön hier, oder? Mhm. Hallo. Hallo. Sie hätten sich besser einen Termin geben lassen. Ich habe heute wirklich sehr viel zu tun. Es eilt, Herr Dr. Müller. Und so eine Morduntersuchung ist ja praktisch immer wie ein Notfall. Wieso ist Stefan Metzler mit Ihrem teuren Sportwagen durch die Gegend gefahren? War das ein reiner Freundschaftsdienst? Ich kann damit nicht mehr fahren, weil ich Probleme mit der Bandscheibe habe. Und aus dem Leasingvertrag komme ich erst nächstes Jahr raus. Also habe ich das Auto Stefan gegeben. Ach so, und deshalb haben Sie das beim letzten Gespräch nicht erwähnt? Worauf wollen Sie hinaus? Erinnern Sie sich noch daran, wie Ihr Freund Lutz Lenz damals vom Internat geflogen ist, weil er einen Mitschüler ins Koma geprügelt hatte? Lutz hat das nicht mit Absicht gemacht. Und am Ende hat es sein Leben ruiniert. Sehen Sie ihn sich doch an. Wenn Dirk ihn nicht unterstützen würde, könnte er sich nicht mal seine flüssige Nahrung leisten. Auf welche Weise wird er denn durch Dirk unterstützt? Dirk kauft ihm jeden Monat ein Bild ab. Davon kann Lutz ganz gut leben, denke ich. Ja, einer für alle und alle für einen. Ne? Ja. Sie haben für Stefan Metzler gesorgt und Dirk Arnold unterstützt Lutz Lenz. Hören Sie, Dirk und ich verdienen immer von uns fünf am meisten. Und Markus hat nur sein Lehrergehalt. Und jetzt auch noch sein Martinshorn. Martinshorn? Sein Sohn Martin. 10 Monate alt und brüllt Tag und Nacht. Sie waren alle dabei, als Lenz diesen Mitschüler verprügelte? Woher wissen Sie das?
Und warum ist unsere Schulzeit so wichtig für Sie? Na, weil eine richtige Freundschaft doch durch gemeinsames Erleben geprägt wird. Zusammen durch dick und dünn, wie man so schön sagt. Ja, und der Herr Möter, der muss ja damals wirklich ganz schön fett gewesen sein, oder? Ja, stimmt. So haben wir Dick immer genannt. Glaubt man gar nicht, wenn man ihn heute so sieht. Ein völlig anderer Mensch. Tja, rein äußerlich verändern sich die Menschen, aber wie es da drinnen aussieht, das geht niemand etwas an. Sagen Sie jetzt endlich, was Sie von mir wollen. Was sollen diese ganzen Andeutungen? Herr Dr. Müller, wurden Sie von Stefan Metzler erpresst? Erpresst? Ja. Womit denn? Es gibt gewisse Zweifel, dass Lutz Lenz damals wirklich der Schläger gewesen ist. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Verlassen Sie bitte sofort meine Praxis. Wie Sie wünschen, Herr Dr. Müller, aber wir sprechen uns noch. Und zwar ohne Termin. Ich bin damals einfach ausgetickt. Hatte wohl ein bisschen zu viel Speed erwischt. Wenn die anderen nicht angegriffen hätten, wäre es vielleicht noch schlimmer ausgegangen. Erzählen Sie doch mal genau, wie das passiert ist. Ich hatte was genommen. Ich weiß nicht mal, was der Typ gesagt hat. Auf einmal habe ich rot gesehen. Sie sind deshalb vom Internat geflogen. Und dann? Was haben Sie dann gemacht? Ich habe Kunst studiert. In der Akademie braucht man kein Abi. Können Sie von Ihren Bildern leben? Ich habe von Ihrem Namen bisher noch nicht gehört, ehrlich zu sein. Von einem Van Gogh hat auch nie jemand gehört, als Vincent noch lebte. Vielleicht interessieren Sie sich nur für die falschen Bilder. Vincent wurde von seinem Bruder unterstützt. Und Sie? Vom Staat. Ex-Manager Hartz-IV-Gehalt. Davon können Sie sich einen 20 Jahre alten Cognac zum Frühstück leisten? Sie gefallen mir. Ein bisschen Ahnung von Kunst, ein bisschen Ahnung von Cognac, ein bisschen Ironie. Ed, mögen Sie auch einen Schluck? Nein. Ihre Freunde unterstützen Sie. Ein bisschen. Wenn das so wäre, dürfte ich es Ihnen leider nicht sagen. Das würde man mir ja sofort auf die Stütze anrechnen. Ich bin nicht vom Sozialamt, Herr Lenz. Stimmt. Dafür sind Sie zu nett. Wollen Sie wirklich keinen Cognac? Wirklich nicht. Und was machen Sie mit den ganzen Bildern? Ich habe da so eine kleine Lagerhalle gemietet. Da kommen die alle rein. Und außerdem glaube ich durchaus noch daran, dass Lutz irgendwann mal groß rauskommt. Und dann wird es eine sehr gute Investition, vor allem in diesen Zeiten. Herr Arnold, Sie sind wirklich sehr großzügig. Ja, man tut, was man kann. Nur, dass Sie Stefan Metzler trotz allem geholfen haben, also das verstehe ich nicht. Wieso trotz allem? Er hat Sie doch auf dem Internat am meisten gepiesackt. Hat er Ihnen nicht den Spitznamen Möter verpasst? Sie haben ja Hausaufgaben gemacht. Respekt. Also? Ich bin der Möter, halb Mensch, halb Köhler. Ja, hat er. Sie wurden auf dem Internat von Ihren sogenannten besten Freunden beschissen behandelt. Warum haben Sie das alles mitgemacht? Also ich war damals schon so eine Art Outsider. Die Jungs haben mir imponiert. Da war ich natürlich lieber der Prügelknabe, als von denen ignoriert zu werden. Ist doch klar. Naja, das verstehe ich ja auch. Aber Ihr heutiges Verhalten, also das verstehe ich nicht. Das gibt's denn da nicht zu verstehen. Was entwickelt sich doch. Irgendwann haben Sie mich akzeptiert und dann war ich einer von Ihnen. Fertig. Also alles vergeben und vergessen. Denken Sie etwa, ich hätte jetzt 15 Jahre gewartet, um Stefan zu erschießen, weil er mir irgendwann mal einen Spitznamen verpasst hat? Nicht unbedingt Sie selbst. Vielleicht hat sich ja Lutz Lenz auf diese Weise für Ihre Unterstützung bedankt. Ach, ein Auftragsmord. Und dafür buche ich einen Alki. Sie hat ja auch damals auf dem Internat gegen Geld die schwere Körperverletzung auf sich genommen, die eigentlich von Frank Müller... Der Blödste muss mir doch nicht anhören! Herr Arnold, wir machen nur unsere Hausaufgaben. Sie haben uralten Staub aufgewirbelt, das ist alles! Sie haben weder Beweise für diesen Quatsch, der da angeblich im Internat passiert ist, noch dafür, dass ich irgendwas mit dem Tod von Stefan zu tun habe! So ein Blödste muss ich doch nicht meine Zeit verplempern! Was Sie betreiben, ist keine Polizeiarbeit, das ist Hobbyarchäologie! Warum reagieren Sie so aggressiv? Haben die Sie etwa Möter getauft, weil man sie so leicht zum Bellen bringen kann? Ich glaube, ich habe gehört genug. Schönen Tag noch. Ihnen auch, Herr Arnold, Ihnen auch. Lutz hat ein kleines Alkoholproblem, wie Ihnen inzwischen aufgefallen sein dürfte.
Der hat nur beim Malen eine ruhige Hand. Mit einer Waffe würde dennoch nicht mal aus einem Zentimeter Entfernung ins Schwarze treffen. Und was mich betrifft, ich bälle nur. Beißen tun meine Anwälte. Und wenn die mit ihm fertig sind, können sie maximal noch als Verkehrskasper arbeiten. Verkehrskasper? Der war gut. Was ist im Internat wirklich passiert? Habe ich doch gesagt. Ich habe ihm ein paar geballert und er ist blöd hingefallen. Warum werden Sie von Dirk Arnold finanziell unterstützt? Weil er ein guter Freund ist vielleicht. Außerdem kriegt er Bilder dafür. Sind Sie sicher, dass er dafür nichts anderes von Ihnen bekommt oder bekommen hat? Was sollte das sein? Meinen Sie etwa, Dirk hätte den Typ verprügelt? Der doch nicht. Der ist jedem Streit aus dem Weg gegangen. War richtig ein bisschen feige. Der Möter hat sich nicht gewehrt. Der hat sich von Ihnen allen schikanieren und beschimpfen lassen. Das war doch nur Spaß. Sonst wären wir heute ja wohl alle keine Freunde mehr. Freunde fürs Leben. Freunde, die alles teilen. Teilen? Was haben Sie miteinander geteilt? Na, alles eben. Alles eben. Tja, Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit. Was teilen sich Freunde? Autos? Nee. Geld, Alkohol, Zigaretten. Frauen. Andrea Gebauer, Nora Trinkhaus sind beste Freundinnen. Metzler, ein Typ, der nichts anbrennen lässt. Was wäre, wenn Metzler ein Verhältnis mit der Frau seines besten Freundes gehabt hätte? Der kleine Martin, das Martinshorn. Das wäre ein sehr starkes Mordmotiv. Süß, der Kleine. Wem sieht er denn im Moment am ähnlichsten? Ihnen oder dem Vater? Ach, das ist schwer zu sagen. Jeder hat da eine andere Meinung zu. Er hat sicher von uns beiden was, aber ich glaube, im Moment kommt er eher nach mir. Wie gut kannten Sie Herrn Metzler eigentlich? Nicht besonders. Aber er war doch der beste Freund Ihres Lebensgefährten. Schon, aber Markus und Stefan sind meistens alleine ausgegangen oder haben sich mit den Jungs getroffen. Deswegen kenne ich ihn eigentlich gar nicht wirklich. Aber Andrea Gebauer war doch auch Ihre beste Freundin. Unternimmt man da nicht mal was zu viert? Einmal haben wir uns zu viert getroffen. Quasi ein Blind Date. Die Andrea und der Stefan waren zu der Zeit solo und wir haben sie zusammengebracht. Es hat doch sofort gefunkt. Und danach? Danach war es meistens aus zeitlichen Gründen schwierig. Die Andi musste oder wollte ja immer zu diesen Promi-Veranstaltungen. Und der Stefan, der hat sie da meistens begleitet. Verstehe. Und weiter? Na, wenn es bei der Andi mal ging, dann ging es bei uns nicht. Dafür, dass Sie Stefan Metzler kaum gekannt haben, haben Sie bis vor einem Jahr aber sehr häufig mit ihm telefoniert, um die 200 Mal. Wie bitte? Soll ich Ihnen die Handyabrechnungen zeigen? Sie hatten ein Verhältnis mit ihm. Bitte sagen Sie Markus nichts davon. Das ist schon lange vorbei. Als das mit Andrea losging, haben wir uns getrennt. Ihre beste Freundin weiß es auch nicht? Nein, und sie sollte es auch nicht erfahren. Was sollte sie nicht erfahren? Dass Sie eine Affäre mit ihm hatten oder dass Stefan Metzler der Vater Ihres Kindes ist? Das ist doch Unsinn. Frau Trinkhaus, es ist überhaupt kein Problem, einen richterlichen Beschluss für einen Gentest zu bekommen. So oft habe ich nicht mal mit Stefan telefoniert, seitdem wir uns kennen. Sie wussten davon? Zuerst nicht. Zuerst wussten es nur die anderen und haben mir nichts erzählt, wie das eben so ist unter guten Freunden. Tja, die sogenannten guten Freunde. Ich habe es erst erfahren, da war es schon längst vorbei. Wissen Sie, ich unterrichte zwar nur Sport und Englisch, aber ich kann auch rechnen. Ich habe heimlich einen Vaterschaftstest machen lassen. Und da wussten Sie, dass Sie nicht der Vater von Martin sind? Ja. Aber Sie haben es für sich behalten, warum? Sie müssen verstehen, ich liebe Nora. Ich wollte die Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Und jetzt sind wir ja glücklich. Also ehrlich gesagt verstehe ich das alles überhaupt nicht. Aber ich denke, danach fanden Sie Ihren guten Freund Stefan nicht mehr so nett. Das stimmt, ja. Aber ich habe mich dazu entschlossen, ihn nicht damit zu konfrontieren. Ich wollte es vergessen. Aber sowas vergisst man doch nicht so leicht. Ich meine, immer wenn Sie Martin sehen, sehen Sie doch auch Stefan in ihm. Und dann stellen Sie sich vor, wie Ihr bester Freund, dessen Trauzeuge Sie auch noch werden sollten, mit Ihrer Frau vögelt, während Sie Englischarbeiten korrigieren. Nein, nein, Herr Kabinski, Sie haben nicht vergessen. Jetzt hören Sie mal zu. Ich wollte es vergessen und ich habe es vergessen. Sie haben recht.
Ich habe es nicht vergessen. An dem Abend von unserem Junggesellenabschied. Quizfrage. Ein Mann hat zwei Frauen. Beide gehen im Tierschau auf den Sack. Für welche entscheidet er sich? Er sucht die dritte, so wie ich dich kenne. Falsch gewählt, Mörder. Die mit der Asche. Du bist und bleibst ein Mistkerl, Alter. Aber ein fantastischer Mistkerl, wie wir alle. Auf die fantastischen Fünf. Zicke, zacke, zicke, zacke. Oi, oi, oi. Auf eine fantastische Ehe mit vielen kleinen, fantastischen Stefano. Du spinnst ja wohl. Zuerst muss ich mich mal satteln. Beziehungsweise die Annie richtig satteln. Alles gleich, Jungs. Ich geh schiffen. Ich komm mit. Immer hinterher, wow, wow. Ja, wow, wow, wow. So, mein Bier wird nie leer. Nee, nee, nee. Viele kleine Stefanos ist wirklich das Letzte, was ich jetzt brauche. Oder, Lochschwager? Weißt du warum? Ich hasse Kinder. Lochschwager. In dem Moment habe ich mich entschlossen, ihn zu töten. Ich bin aufgestanden, als die anderen noch geschlafen haben. Ich wusste ja, wo die Waffen sind. Ich habe mir die Pistole geholt und später bei der Auslosung habe ich dafür gesorgt, dass Stefan den kürzesten zieht, damit er als Letzter die Hütte verlässt. Tja, und dann habe ich gewartet und dann habe ich es getan. Wie haben Sie es getan? Ich habe ihn erschossen. Und dann die Eiswürfel. Wir hatten zum Frühstück außer dem Weißbier auch viele Drinks mit Eis getrunken. Ich habe mich erinnert, dass ich damals mit der Klasse einen englischen Krimi-Roman durchgenommen habe. Von dem habe ich die Idee kopiert. Ich war's. Ich habe das Schwein erschossen, wie er es verdient hat. Verhaften Sie mich jetzt? Nein. Noch nicht. Warten Sie hier. Bin gleich zurück. Stefan Metzler hat Sie mit Ihrem Kind sitzen lassen. Und jetzt wollte er Ihre beste Freundin heiraten. Und Sie wollen mir weismachen, dass Sie das einfach so weggesteckt haben? Das können Sie nicht verstehen. Da haben Sie allerdings recht. Jeder andere an Ihrer Stelle wäre verzweifelt, wütend gewesen. Das war ich ja auch zuerst. Aber Sie haben es unterdrückt. Stefan war viel zu verantwortungslos, um ein Kind zu haben. Und Markus hat sich so gefreut, Vater zu werden. Da dachte ich, wenn ich nichts sag, dann wird irgendwie doch noch alles gut. Entschuldigung, Katharina, kommst du mal? Aber irgendwie, ich weiß nicht. Mach Druck. Aber irgendwie wurde dann doch nichts gut. Ihr Lebensgefährte hat gerade ein Geständnis abgelegt. Warum kann das nicht sein? Sie konnten ihre Wut nicht unterdrücken. Dafür hatte sie Stefan viel zu sehr verletzt. Als er Markus gebeten hat, sein Trauzeuge zu werden, habe ich sofort Andrea angerufen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die sich verlobt hatten. Die kannten sich ja gerade erst. Das ging alles viel zu schnell. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass die beiden... Aber Andi, sie war so verliebt, so... So wie sie? Nein. Mit niemandem darüber sprechen. Aber ich wusste, dass Stefan Andi nur ausnützt und irgendwann sitzen lassen würde. Wie mich. Aber anstatt mit ihrer besten Freundin darüber zu sprechen, sind sie zu Stefan gegangen. Ja. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich konnte doch Andi nicht so ins offene Messer laufen lassen. Ich wollte Stefan zur Vernunft bringen. Der hätte doch eh schnell eine andere gefunden. Also bin ich zur Hütte gefahren. Und ihr Kind? Wo war Martin? Haben Sie den mitgenommen? Martin hat die ganze Zeit über im Kindersitz geschlafen. Als ich an der Hütte ankam, sah ich den letzten von ihnen gerade noch in den Wald laufen. Ich dachte, die Jungs wären alle schon weg. Trotzdem in die Hütte gegangen bin, weiß ich eigentlich auch nicht.
Vielleicht wäre dann gar nichts passiert. Na, wen haben wir denn da? Bist du die Stripperin? Ich muss mit dir reden. Sag die Hochzeit ab. Du hast die Andi nicht verdient und das weißt du auch. Stefan, ich bitte dich. Zerstöre nicht auch noch ihr Leben. Nein, nein, nein. Was redest du da für ein Blödsinn? Nichts wird hier abgesagt. Ich werde allen sagen, dass du der Vater bist. Er sagte, außer Markus wüssten alle, dass Martin von ihm ist. Und dann hat er mich angemacht. Lass uns noch einen Martin von machen, hm? Das hat dir doch auch Spaß gemacht. Du Schwein! Ich wusste, dass die Waffen in der Truhe waren. Ich war ja schon mit Andrea in der Hütte. Ich liebe gefährliche Frauen. Ich hab nie mit dem Feuer gespielt. Und dann bin ich weggelaufen. Sie hätten sich für sie geopfert. Ich habe meine Brille in der Hütte vergessen. Wahrscheinlich, als ich die Maske aufgesetzt habe. Ich werde allen sagen, dass du der Vater bist. Längst, dass das Kind von mir ist. Nur Markus nicht. Diese Trottel. Lass uns noch einen Martin von machen. Das hat doch auch Spaß gemacht. Du Schwein! Ich habe versucht, es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Nur Stefan hatte ja den Schlüssel zur Hütte. Das heißt, er musste bei ihm gefunden werden. Ich dachte, wenn es rauskommt, sind wir sowieso alle verdächtig, weil sie bei jedem von uns ja irgendein Motiv finden würden. Das war's dann wohl mit den Fantastischen Fünf. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde.